Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. Heute habe ich euch ein Set der Firma Lightstacks mitgebracht, und zwar die S13011. Ein Set aus 105 LED-Klemmbausteinen, die hier als das Reptilien-Set angeboten werden. Es sind sehr, sehr viele grüne Teile dabei. Man kann verschiedene Modelle draus bauen. Ich habe hier ein Krokodil draus gebaut. Hier ist auch angegeben, man kann ein Dino draus bauen in irgendeiner Form, eine Schildkröte und dann im Prinzip seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und da dachte ich mir doch, hey, das guckst du dir mal an. Ich habe das über, wie gesagt, über Open Brick Source bekommen und habe da einen kleinen Gutschein bekommen und habe dann eine etwas größere Bestellung abgesetzt. Rest noch selbst bezahlt. Und dann hier dachte ich mir, hey, Lightstacks ist doch mega cool. Leuchtende Steine. Das ist auf jeden Fall was, was du dir mal ansehen musst. Gesagt, getan. Und hier sind wir nun. In typischer Review-Manier fangen wir an mit der Verpackung. Die Verpackung ist hier sehr simpel. Es ist im Prinzip eine Papierbanderole, die ich natürlich jetzt nicht kaputt machen möchte, wenn ich die hier abmache. Und ansonsten versteckt sich da unten drunter ein ganz normaler brauner Briefkarton. Finde ich vollkommen okay. Im Wesentlichen steht da auch nur drauf, hey, wie viele Steine drin sind, dass man hier mit Licht bauen kann und in gewisser Weise auch mit Ton, aber das zeige ich euch gleich, wobei das Set selbst keinen Ton macht, aber Töne spielen eine Rolle. Das Ganze ist kompatibel zu ganz normalen Klemmbausteinen und ist wieder aufladbar mit einem Akku versehen. Soweit zur Verpackung. In der Verpackung drin gab es für mich das erste, wo ich mich gefragt habe, boah, muss das so sein? Und zwar waren einfach 11 Plastiktüten drin für 105 Steine. Plus Kabel, plus Akkubuch, plus Teile drin. Das fand ich ziemlich viel. Es hat wahrscheinlich einen Kommissionierungsgrund, weil immer 10 Steine in einer Tüte waren. Plus dann eben hier eine mit Kabel und Teiletrenner. Und dann war gut. Außerdem lag dabei eine kleine Handreichung zum Thema Akkubox, Batterieentsorgung. Was bedeuten die Signale hinterher, die Akkubox dann macht. Und das war's. Aber es gibt keine Anleitung. Und die Anleitung findet man auch auf der Homepage von Lightstacks. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so fürchterlich schlechte Anleitungen gesehen. Einige davon sind echt gut. Die echt guten sind aber in der Regel ohne Farbe, sodass man irgendwelche Steine nehmen kann, was jetzt prinzipiell nicht schlimm ist. Aber diejenigen, zum Beispiel hier zu diesem Modell, verpixelt, man kann kaum erkennen, welche Steine verbaut werden sollen. Gerade die Bauabfolge ist auch komplett wirr, also das sind keine guten Anleitungen. Andererseits sind das hier aber auch keine komplizierten Modelle. Wohlbemerkt ist hier die Zielgruppe 6 Jahre und älter. Das heißt, das hier richtet sich an Kinder. Und gerade wenn die anfangen zu konstruieren und hier auch einen Erfolg haben wollen, wäre es schon wichtig, dass man Anleitungen hat, die man auch gut erkennen kann. Denn das baut Frust auf. Also Anleitungen sind drastisch überarbeitungswürdig. Das würde ich mir wirklich wünschen. Beim Packungsinhalt muss ich als erstes etwas als Idee in den Raum stellen, und zwar waren Micro-USB-Kabel dabei. Ich weiß nicht, wie euch das da draußen geht, aber Micro-USB-Kabel sind etwas, das habe ich wie Sand am Meer, weil die einfach überall mit dabei sind. Hier könnte man in Sachen Kostenersparnis vielleicht sagen, hey, ich mache das Kabel optional mit hinein und sagen, man macht bei der Bestellung einfach einen Haken ran, ob man das Kabel haben möchte oder nicht. Und ohne Kabel ist es dann vielleicht 2 Euro günstiger, denn dieses Set ist nicht günstig. Das sind 49,99 Euro, was das ganze UVB kostet. Für 105 Steine plus Kabel plus Teile drin plus Akkubox. Muss jeder selber wissen, ob das für einen wert ist. Ich habe es auch noch, wie gesagt, ein bisschen im Angebot gekauft. Da fand ich es dann ganz okay, aber das ist schon ein stolzer Preis. Und wie gesagt, Kabel wäre so eine Option, wo ich sagen würde, viele Leute haben so viele von den Dingern, das ist vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber ist nur eine Idee. Das unsinnigste Teil in diesem ganzen Set, und ich muss auch sagen, das unsinnigste Teil seiner Art ist der Teiletrenner. Einige von euch werden das schon sehen, hier fehlt etwas Signifikantes. Der hat hier oben drauf keine Noppen. Das heißt, man kann diesen Teiletrenner ausschließlich, ich nehme mal keinen schwarzen, sonst seht ihr es nicht, sondern gelben, so aufsetzen. Es gibt keine Möglichkeit, den Teiletrenner unten anzusetzen. Also eine der wichtigen Funktionen des Teiletrenners ist schon mal komplett gestrichen.
Und wenn man ihn so aufsitzt, er sitzt sehr straff, aber die Teile an sich sitzen so fest, dass der Hebel hier nicht ausreicht, um die Teile wirklich zu lösen, vor allen Dingen, wenn sie auf Viererlänge nebeneinander sitzen. Das heißt, das Teil an sich ist seiner Funktion beraubt und dann für das extreme Festklemmen des Systems kaum geeignet. Die Teile, die man damit gut loskriegt, sind die, die einzeln oben drauf sitzen, die 2x2er. Aber die kriegt man auch mit den Händen ganz gut los, weil die sind groß genug, dass man sie greifen kann. Also das ist auch so ein Teil, das könnte man sich wirklich schenken, weil es bringt nichts. Aber kommen wir zum eigentlichen Großartigen an dem Set. Und das sind die Leuchtbausteine. Es gibt zwei verschiedene Arten, und zwar einmal transparent und einmal in milchig. Die transparenten sind, also sie sind nicht mega klar. Das muss man ehrlich dazu sagen. Die Steine, die wir hier bekommen haben, die haben in Teilen auch sehr viele Kratzer. Kunststoffqualität würde ich sagen, so mittel. Aber das ist auch nicht das Herausragende an den Steinen, sondern herausragend ist, dass sie eben leuchten können. Und mit diesen entweder transparent oder milchigen Varianten kann man natürlich unterschiedliche Lichteffekte erzeugen. Und das habe ich hier gemacht, indem ich dieses Krokodil gebaut habe. Und wenn man das Ganze einschaltet, hier im Gegenlicht sieht man es jetzt natürlich etwas schwieriger, hat man bei den milchigen mehr so einen etwas durchgängigeren Lichteffekt. Und bei den klaren hier dann natürlich einen einzelnen Punkt, nämlich eine LED ist pro Stein verbaut, egal wie groß der Stein ist, es ist eine LED drin. Und dann sieht man natürlich sehr intensiv diesen Punkt. Je nachdem, was man vorhat, damit zu bauen, ist das aber eine Frage dessen, was man damit erreichen möchte. Und wenn man hier die Funktion einschaltet, ausschaltet, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Er kann blinken. Er kann auch so ein schnelles, pulsierendes Licht von sich geben oder ein sehr langsam pulsierendes Licht. Oder er hat hier auch die Funktion, dass er auf Geräusche reagiert. Sollen wir hier die richtige Einstellung finden? Der hier. Nee. Ja. Also das mit den Geräuschen klappt irgendwie. Da ist die Funktion. Da. Er reagiert sehr, sehr intensiv auf Bass, weshalb meine Stimme hier einfach nicht ausreichend ist, um das zu leuchten zu kriegen. Aber wenn man klatscht oder Musik laufen lässt oder schnipst, dann funktioniert das ganz gut. Das habe ich auch getestet. Und das ist eine witzige Sache. Das Set hat, also besser gesagt, die Steine. Sagen wir mal nicht das Set, denn es ist ja eigentlich egal, was man hinterher daraus macht. Es geht ja um diese Leuchtfunktion. Hat für mich einige Nachteile. Also erstens möchte ich euch empfehlen, es ist in keiner Anleitung steht, wo ihr die Batteriebox bzw. die Akkubox einsetzen sollt. Die könnt ihr irgendwo dran klemmen. Theoretisch soll das auch funktionieren, praktisch tut es das nicht unbedingt. Das Problem dabei ist nämlich, dass es nicht gesagt ist, dass wenn ihr das alles ordentlich übereinander gedrückt habt, dass dann wirklich alle Steine eingehen. Bei mir leuchtet zum Beispiel dieser hier aktuell nicht, obwohl der sehr fest drauf sitzt. Wenn ich jetzt in der Ecke nochmal drücke, geht er an. Und deshalb würde ich euch empfehlen, das Ding eingeschaltet aufzubauen. Eingeschaltet deshalb, weil ihr dann spielen könnt. Muss ich diesen Stein in einem winzig kleinen Tick so drehen oder so drehen, dass er wirklich angeht? Denn das Problem dabei ist, dass nicht jeder Stein, wenn man ihn draufsetzt und locker draufsetzt, wirklich auch sofort angeht. Hier habt ihr das jetzt zum Beispiel, der war hier extra schwarz angezogen hier dafür. Der hier ist sofort angegangen, der hier leuchtet nicht. Obwohl die beide, ja, der hier ging jetzt noch 1 mm, drauf sitzen. Und das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. So, hier der schwarze sitzt jetzt fest drauf und der leuchtet gar nicht. Fängt man an, ein bisschen hin und her zu spielen, nur mal zu drücken, so und jetzt gab es dann den Moment, wo er dann angegangen ist. Das geht vor allen Dingen dann gut, wenn die wirklich sehr fest aufeinander sitzen. Das macht dann den Teiletrenner so überflüssig, weil man viel Kraft braucht, um diese Steine zu lösen. Also auch jetzt habe ich natürlich Hebelfunktion, den so unteren mit abgenommen, aber ist ja nicht schlimm. So, also man braucht viel Kraft, um sie aufeinander zu setzen. Drückt man nicht fest genug, leuchten die nicht. Und deshalb glaube ich, dass hier ein Kind im Alter von 6 Jahren sehr wahrscheinlich noch nicht die Kraft aufbringen kann, das
alles immer fest aufeinander zu drücken, wird hier Hilfe der Eltern brauchen, denke ich zumindest. Falls jemand von euch da draußen das mal hat, ein Kind aufbauen lassen, mich würde da total interessieren, wie da die Erfahrungen waren. Finde ich an sich nämlich eine super spannende Sache. Und vor allen Dingen, man kommt dann, je nachdem, wie es konstruiert ist, an irgendeiner Ecke an und es leuchtet nicht mehr. Bei mir ist jetzt hier zum Beispiel dieser Fuß ausgegangen und ich habe keine Ahnung, warum. So, jetzt ein bisschen hin und her gespielt, jetzt ist er wieder an. Das ist so ein bisschen schade. Aber ich glaube, das liegt einfach an der Art und Weise, wie die hier konstruiert sind. Als Hersteller dahinter steht die Longman Gatmore Polyurethane CU LTD aus China. Die haben auch das Patent hier wirklich angemeldet für diese Art und Weise der Steine, der Konstruktion an sich. Ich finde es an sich ganz cool. Der Aufbau, wie gesagt, kann ein bisschen Frust sein, gerade wenn man alles zusammengebaut hat und dann feststellt, oh toll, dann leuchtet ein Stein in der Mitte irgendwo nicht und man muss das zurückbauen. Das ist nicht so schön. Deshalb einschalten und auf der Akkubox bauen. Dann seid ihr davor, vor dem Frust gewahrt. Und ich finde eigentlich die Idee an sich mega cool, weil das so Kategorie Nachtlicht für Kids ist. Die Steine einzeln leuchten nicht. Man muss sie immer miteinander verbinden, damit sie leuchten. Es sind auch keine Kabel oder ähnliches zu verbauen. Sie müssen wirklich über den Noppen miteinander verbunden sein, so dass es jetzt nicht geht, dass ihr diese Steine in Häuser oder ähnliches in eure Modulars mit einbauen könnt. Es sei denn, ihr hängt dann an jeden Stein extra eine Akkubox oder lasst euch da irgendwie was anderes einfallen. Und dann würde das gehen. Aber insgesamt, die Idee finde ich gut. Der Aufbau, wie gesagt, geht so. Anleitung dringend überarbeitungswürdig. Ihr habt alles in der Box dabei, was ihr braucht. Der Teiletrenner ist sinnlos. Kabel wäre interessant, das vielleicht optional zu machen. Aber es ist natürlich gut, dass es dabei ist, falls jemand kein Kabel hat. Und ansonsten ist das ein Set. Das finde ich schon interessant. Je nachdem, was man damit macht. Und gerade für die Kids finde ich das an und für sich ganz gut. Wie gesagt, mit Hilfe. Ob es aber den Preis von 50 Euro rechtfertigt, das muss jeder für sich selber wissen. Also der Preis für Lightstacks ist echt hoch. Ja, jetzt freue ich mich auf eure Gedanken hier zu meinem leuchtenden Krokodil. Mich würde vor allen Dingen interessieren, wenn jemand von euch da draußen Lightstacks schon mal gebaut hat, wie da eure Erfahrungen waren und was ihr vielleicht damit gemacht habt. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und die Gespräche mit euch. Und bis wir uns lesen, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Baut etwas Schönes. Baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. Und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Und bis dahin, lebt lang und in Frieden.